Einen wunderschönen guten Morgen hier bei bestem Regenwetter im Aradjochland. Ja, es ist schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber das soll uns nicht trüben, einfach weiterzumachen und zu questen. Denn wie ihr seht, Weihnachten rückt immer näher. Und dementsprechend findet man ein bisschen weniger Zeit, um Aufnahmen zu machen. Weil man halt einfach andere Dinge im Kopf hat. So, der einzige Nachteil hier in der Zuflucht, wir haben keinen Briefkasten, weil ich habe mir von meinem Krieger-Twink, also Twink in Anführungszeichen, was ich halt so nebenbei noch aktiv oder nicht aktiv spiele, mal wieder Sachen geschickt, die ich für meine Ausrüstung sammeln, für mein Inventar, beziehungsweise, wie heißt das offiziell? Ich habe schon wieder verbummelt, ich war doch hier schon richtig, für meine Vorlagen. Halt, dass ich die ein bisschen auf Vordermann bringe. Ja, was machen wir dann als erstes? Ich denke, wir gehen erstmal zu Quai und Kinelori. Das ist jetzt am dichtesten. Und schau mal, was die für uns haben. Früher war es auf jeden Fall so, dass dort in diesem kleinen, sagen wir mal, Bauernhof Orks lebten. Oder halt, hausten, besser gesagt, weil sie den Bauern dafür gefallen haben und wir ja, da ein bisschen aufräumen. Mal gucken. Gosheks Hof ist auf jeden Fall richtig und die Orks sind immer noch da. Das hat sich wohl noch nicht geändert, storytechnisch mit den Quests hier. Ah, es sieht alles noch aus wie früher. Kann ich euch helfen? Mögen eure Reisen sich so, den Kurier. Ach, das habe ich früher schon gehasst. Und nachher ist in den Lorien eine Begleitquest. Das müsste alles noch so gewesen sein. Aber der Kurier sollte jetzt nicht mehr querfeld einlaufen, sondern einfach da unten irgendwo stehen. So habe ich zumindest die Hoffnung. Hallo, Mensch, Paladin. Oder auch nicht. Ja, da drin. Die Apotheke brauchen wir später. Gut, dann gucke ich mal, was das Quest sagt. Schlurft für jeden sichtbar umher. Ihr könnt uns... Alles klar, hat sich das wohl noch nicht geändert. Also früher war es so. Es wird heute wahrscheinlich auch noch so sein. Wenn man das Quest angenommen hatte und man aber auch ein bisschen Glück hatte, dann läuft der Kurier los, also spawnt bei Questannahme und läuft los. Der läuft nämlich Richtung Vorgebirge des Hügellands. Und die Horde hat das gleiche Quest. Okay, da ist er doch. Genau, da hatte ich recht. Hat nämlich das gleiche Quest, wo halt ein Allianzkurier losläuft. Und ja. Dann ist er ja noch nicht weit gekommen. Früher war es ein bisschen schwieriger. Da hat der Kurier nämlich noch 5 Wachen als Begleiter gehabt, die auf ähnlichem Level gewesen sind. Und wie wir sehen, ist das nicht mehr der Fall. Ja, dann ging das doch ein bisschen schneller als gedacht. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir hier den ganzen Weg lang latschen müssen, um den Kurier zu finden. Weil es halt auch durchaus sein kann, dass der halt eben... ja, schon durch die Gegend watschelt und sehr weit gekommen ist. Und dann sucht man sich gerne mal einen Wolf. Das ist uns zum Glück erspart geblieben. Hallo. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Ja, die Olle ist natürlich gerade weg, weil der andere das Quest macht. Jetzt ist die Frage, spricht... Ah, wir müssen mit ihr sprechen, das ist natürlich kacke. Alles klar, also da Mr. Mensch Paladin gerade die Begleitquest macht, können wir Kinelori nicht ansprechen. Dann werden wir so lange... Ach, der Splitter ist einfacher. Gehen wir mal zum Splitter. Nach Norden. Das ist auch so eine typische Aradjochland-Quest-Reihe, die früher gar nicht mal so einfach war, weil sie recht lang ging. Und der Steinriese, den man am Ende umboxen muss, der war sogar Elite. Das ist der mittlerweile nicht mehr. Und ja, das war halt nicht so einfach. Vor allem bei dem
Gier, das man damals hatte, das war halt nicht so stark und so vom Schaden her so hoch wie heute. Ja, und ansonsten bleibt noch davon zu berichten, dass natürlich schon die nächste Erweiterung mittlerweile angekündigt ist. Und ja, sich das Leveln komplett ändern wird, weil die Gebiete bis auf Draenor und Legion, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, werden alle skalieren mit dem Level. Aber es gibt weiterhin bestimmte Gebietsvoraussetzungen, wann dann die Quests verfügbar sind. Also das bleibt wie gehabt. Also ich kann ja in Dunkelwald zum Beispiel weiterhin erst mit Level 20 ungefähr gehen und nicht schon mit Level 10, weil halt mir die Quests früher oder vorher nicht einfach angeboten werden. Oder in den Pestländern ab Stufe 30 ungefähr. Das wird so bleiben. Allerdings finde ich es trotzdem ganz gut. Also bis auf die Stadtgebiete bleibt alles von 1 bis 10. Alle anderen Gebiete skalieren von 10 bis 60. Halt mit der kleinen Voraussetzung, dass die Quests trotzdem erst ab einem bestimmten Level verfügbar sind. Aber trotzdem kann man dann halt sagen, ja gut, ich bin jetzt im Dunkelwald durch, bin jetzt Level 30. Ach, ich möchte nicht ins Aradhochland gehen, sondern zum Beispiel nach Un'Goro, weil mir der Krater so schön gefällt. Das ist dann halt möglich. Die Auswahl ist halt viel, viel freier. Ja, was die Entscheidung angeht, welches Gebiet ich dann halt gerne machen möchte und was mir auch besser gefällt. Und das finde ich schon ganz angenehm. Und man kann sich dann halt... Oh, dich habe ich nicht gesehen. Da war so eine Hecke davor. Ja, und dann kann man sich halt auch entscheiden. Möchte ich lieber in der Scherbenwelt leveln, die skaliert dann nämlich von 60 bis 80, oder lieber, das ist nur ein Kaninchen, oder lieber in Nordend. Und allein schon optisch und musikalisch würde ich immer Nordend bevorzugen, weil ja, ich bin der Meinung, so gut und schön das nächste Add-on auch sein wird, ich hätte mir echt gewünscht, wenn noch nebenbei sie es schaffen, die Schäbenwelt optisch aufzuwerten, weil das ist das älteste Gebiet, was wir haben, grafisch und auch vom Questdesign her das älteste Gebiet. Und boah, ja, das ist echt anstrengend. Und ja, wenn man da nicht gerade das nötige Level hat, um da durchzuraschen, macht das einfach keinen Spaß. Muss ich leider zugeben, also das spielt uns natürlich etwas schön in die Karten. Ich weiß, das dauert noch ein bisschen, bis der Patch kommt. Das hat nichts mit den Addons zu tun, weil es wird gepatcht werden. Das wird wahrscheinlich im Januar der Fall sein. Jetzt zu Weihnachten wird das, denke ich, nicht passieren. Weil die Leute da auch ganz einfach andere Probleme haben, als zu questen. Oder sich ja die neue Gebietsskalierung anzusehen. Und oh, das droppt echt kacke, diese Körner, muss ich ja mal sagen. Und ja, also ist der Plan, sieht so aus, dass das so Mitte, Ende Januar kommen wird. Und ja, das spielt mir eigentlich ganz gut in die Karten, weil dann ja, können wir wesentlich angenehmer leveln, weil jetzt sind wir zwar im Rati erstmal auf unserem Level, die Mobs haben Level 29, wir sind Stufe 30, das passt. Aber wenn wir im Arati hier ja gern Ende sind der Quests, dann sind wir schon, naja, ich sag mal Level 34, 35 vielleicht, oder vielleicht auch 33, aber die Mobs sind immer noch wesentlich unter uns. Und das ist schon ganz schön, wenn es alles mitskaliert und wir mit Level 35 auch gegen Level 35er Mobs kloppen. Das, ja, das gefällt mir ganz gut, diese Idee, dass das gemacht wird. Aber, ja, hätte, wäre, wenn, ne, das dauert alles noch eine Weile. Und da lassen wir uns das doch einfach mal auf uns zukommen. Ja, es ist ziemlich mühsam, wie ihr seht, diese Körner zu sammeln. Wir haben mit Glück gleich die Hälfte. Ich kann das, glaube ich, nicht in Bewegung ausführen. Den Eishagel, heißt das Eishagel? Nur Hagel.
Toll, ich dachte, es geht hier am Rand lang. Nein, geht es nicht. Ich möchte da jetzt nicht reinhüpfen. Und hier kommt noch eine Patrouille. Dann nehmen wir dich. Ja, die können selber Frostblitz. Aber dafür haben sie sehr viel Seidenstoff. Muss ich mal darauf achten hier. Das können wir natürlich noch nicht. Weil wir immer noch Wollstoffballen brauchen. Und ich bin der Meinung, dass wir mindestens 110 benötigen, dass er uns Seidenstoff anbietet. Bin ich jetzt einfach mal der Meinung. Aber gut, wir werden hier noch ein bisschen Wollstoff finden. Ansonsten werde ich wie immer offscreen ein bisschen Wollstoff sammeln. Ansonsten, unser Gold steigt ja auch so langsam. Wir haben ja 9 Gold. Und ja, mit Glück ist auch ein bisschen günstiges Wollstoff verfügbar, dass wir damit vielleicht ein bisschen skillen können. Ja, und hier müssen wir auch die Körner abgeben. Und nicht draußen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir in der Höhle rumrennen. Das Problem, was ich allerdings sehe, hier werden nicht genug, was sind das? Sind das Trox oder Kobolde? Ich glaube Kobolde. Hier werden nicht genug davon rumlaufen, dass wir jetzt noch die restlichen 4 Körner bekommen. Drückt die Daumen, dass es klappt, aber viel kommt hier nicht mehr. Wenn der nächste das jetzt nicht hat, dann sieht es schon ein bisschen düster aus. Aber ich bin da jetzt erstmal optimistisch. Lauf doch nicht weg vor uns. Ja, genau das meine ich nämlich. Jetzt kommen beide. Mäh. Gut, dass ihr nicht so viel aushaltet. Aua. Da wollte er mich doch glatt wegschleudern. Na, schade, dass hier kein Grellmob drin ist. Das hätte mich echt gefreut. Aber man kann nicht alles haben. Es prockt aber auch wie am Schnürchen. Unsere Spontanzauber. So, 2 noch, das wird echt verdammt eng. Ja, das war mal ohne Gegenwehr. Wieder nichts. Oh, ich habe nichts gesagt. Geomant Flintdolch. Du siehst ja auch witzig aus. Du weißt, dass du einen Stab in der Hand hast und keinen Dolch, oder? Aber das ist mal wieder so typisch. Ah, schade. Ich hätte gehofft, dass es fürs Level abreicht. So, was hast du denn Schönes? Lederschultern. Damit können wir leider nichts anfangen. Ja, super. Jetzt sind wir hier, wo wir das Quest abgeben müssen. Uns fehlen aber 2 Körner. Dann müssen wir leider schnell raus und dann gleich wieder hier rein. Hilft ja leider nichts. So, nehmen wir dich. So, jetzt müssen wir Glück haben, dass wir am besten beim nächsten Mob gleich den nächsten bekommen, aber ich denke, das wird nicht klappen. Jetzt haben wir so viele schon umgehauen, dass natürlich in der direkten Nähe niemand mehr ist. So, Daumen drücken, dass er was dabei hat. Chance wie mehr 50-50, würde ich mal meinen. Nein, nicht ganz, aber... Da haben wir doch mal Schwein gehabt. Dann mal schnell zurück. Und mit der Ollen sprechen, die da gefangen ist. In diesem Stein. Na, hier respawnt das nämlich schon. Die Befürchtung hatte ich nämlich, dass das jetzt schon anfängt. Da muss uns ein bisschen beeilen. Wir können ja zum Glück blinzeln. Weil sonst dauert es ja noch länger, hier durchzulatschen. Es ist ein bisschen schade, dass man in Höhlen halt nicht reiten kann.
Ja, wo ich mir denke, ja, was hindert mein störrisches Reittier daran, hier durchzulatschen? Weil die Deckenhöhe ist es nicht, die problematisch ist. Es ist genug Platz. Aber gut, das sind mal gewisse Einschränkungen, die, denke ich mal, auch mit der Engine zu tun haben, dass die das nicht anders kann, weil es halt ein Zauber ist, den man wirkt. Aber egal, so, hier hast du deine Körner. Jetzt müssen wir die Schlüssel von den Elementaren sammeln. Und wir haben Stufe 31. Aber davon können wir uns leider ja nichts kaufen. Ja, hier stehen doch schon die nächsten. Haben wir Glück gehabt, dass das gerade so passt. Dass wir noch halbwegs glimpflich rauskommen. Ohne die nächsten 30 Millionen Mobs umzuhauen. Aber wer Zungenhänger, Zungendreher, aber sehr viel Seidenstoff gibt's hier, das muss man sich mal merken. Also wenn uns später Seidenstoff fehlen sollte, dann kann man da drin sehr gut Seidenstoff farmen und die Respawn-Rate ist auch relativ zumutbar. Gut, muss dazu sagen, ne, wir killen jetzt nicht unbedingt alle instant. Aber wir haben halt gesehen, die sind doch recht zügig wieder da. Jetzt gehen wir gleich mal hier nach Norden. Und ja, holen den ersten Schlüssel und dann gucken wir mal, dass Kinelori wieder da ist. Da sollte doch der Mitspieler schon mit fertig sein mit der Begleitquest. So, also wie gesagt, die Questreihe halt, man muss sie halt befreien aus diesem Stein. Man kämpft, glaube ich, nachher auch gegen sie. Und ja, dazu benötigt es drei Schlüssel von einem Wasser-, Erd- und Feuerelementar. Sieht der da hinten nur anders aus oder ist das? Ne, der sieht aber nur von hinten anders aus. Ja, man muss sich halt ein bisschen durchboxen, aber das ist alles nicht so das Thema. Ja, und früher hat man hier halt relativ gut ja, grinden können, wenn man nicht unbedingt Lust aufs Questen hatte, weil es gab ja nicht so viele Quests. Und dadurch, dass es hier so viele Mobs gibt im Aradi-Hochland, die relativ auf einem Haufen stehen, konnte man halt einfach diese ganzen ja, wie nennt man das? Diese Steinformationen ablaufen und nebenbei halt die Raptoren machen. Und ja, das hat sich eigentlich schon gut gelohnt für ein paar Level. Aber das ist alles heute nicht mehr vonnöten. Die Quests geben genug Erfahrungspunkte und die Erfahrungspunkte an sich sind so gut aufgetaktet, dass man halt nicht mehr zwischendurch grinden muss. Aber das Ziel ist ja auch mittlerweile bei World of Warcraft ein anderes. Da ist die Levelphase ja einfach nur ein schönes Beiwerk. So, jetzt gucken wir mal, dass wir nicht irgendwie in Orks reinrennen. Hallo? Und dann latsch mal los. Was führt euch hierher? Und damit wir dich auch nicht übersehen, kriegst du noch einen passenden Mode über den Kopf. Und dann gehen wir mal los. Ja, Begleitquests gibt es nicht mehr ganz so viele. Weil sie alle ein bisschen, ja, sind halt zeitaufwendig, für manche Spieler einfach nur nervig, weil, ja, sie laufen halt nicht, sondern sie gehen. Die NPCs und je nachdem, um was es geht, kann sich das halt, ja, ganz schön hinziehen. Ich denke mal, hier geht's noch, wir müssen halt ein bisschen was, ja, was wollte man? Ein bisschen was erkunden, irgendwas holen. Ich hab's nicht mehr so ganz drauf, von der Story her. Auf jeden Fall steht ja auch ein Apotheker in der einen Hütte, den haben wir ja schon gesehen, der halt irgendwas vorhat. Aber wie gesagt, erlebt es selbst, questet nochmal selbst, macht euch einen Twink, keine Ahnung, ne? Und ansonsten, ne? Man kann auch den Pause-Button drücken und dann halt mal ihn die Quest an sich lesen, um was es geht. Aber wie gesagt, hier steht ja noch nicht sehr viel drin.
So, jetzt müssten ein paar... Nee, doch nicht. Na gut. Früher kam immer automatisch so eine Orks, die halt aufploppten, weil... Ne, man läuft hier halt als Allianzler durch und das ist nicht gerade gern gesehen. Ach, da sind sie. Mit bisschen Verspätung. Also quasi Deutsche Bahn Orks. Jetzt pullt sie aber auch alles, was geht, ne? Na, immerhin wird sie zum Bär. Ich muss halt eine Weile casten. Ich hoffe, sie verreckt mir jetzt nicht. Das wäre nicht so gut. Weil ich kann sie nicht heilen. Das wäre nämlich möglich. Man kann sie nämlich heilen. Nur wir haben keinen Heilzauber. Schwert. Zweihand. Das könnte ich meinen Krieger schicken. Aber wir brauchen dringend größere Taschen. Sehr, sehr dringend. Wie darf ich helfen? Und gut, sie hat sich wenigstens automatisch geheilt. Ja, das ist so das Problematische. Unser Inventar ist ganz schön voll. Oh, sie pullt aber auch. Jetzt kommen die nächsten beiden Barren. Es sind zum Glück nur drei und jetzt noch zwei. Jetzt kommt auch sofort die Akkurat. Aber gut. Alles nicht so das Thema, solange die Olle uns nicht verreckt. Ist das nicht weiter dramatisch? Ich mach schon mal den da hinten, weil der wird uns definitiv angreifen. So, jetzt gehen wir hier nämlich zum Apotheker. Und fragen uns ein bisschen, was der möchte. So, müssen wir noch rein? Ja, sie will hier rein. Nur wie sie sehen, sehen sie nichts. Schon wieder Deckung geben, ach komm. Alles klar, also sie haben irgendwas entdeckt, wovon sie aber keine Ahnung hat. Und dann sollen wir loslaufen. Gut, dann können wir dein Sternchen wieder runternehmen. Nichts. Eigentlich hätte sie, also wenn sie schon Druidin ist, hätte sie sich doch wenigstens in die Katzengestalt verwandeln können. Aber ich denke, sie pullt jetzt hier die Orks. Nö, das interessiert die nicht mal. Auch sehr nett. Es interessiert sie nicht mal, dass hier so eine Nachtelfe einfach so durch die Gegend spaziert. Aber okay, das soll uns recht sein. Das erspart uns ein bisschen Zeit. So, da sind wir wieder. Madame. Hättest du ruhig mal mithelfen können. Was kann ich für euch tun? Alles klar. So, was habt ihr denn so Schönes? Die Zuflucht sollte berichten, was auch immer ihr gefunden habt. Seid vorsichtig. Alles klar, na gut, das soll uns recht sein. Jetzt gehen wir Richtung Zuflucht, nehmen hier noch den Schlüssel mit. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, dieser 21. Folge. Ich hoffe, ich habe das am Start richtig gesagt. Dass wir schon bei Folge 21 sind. Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Winziges Wirbel, den haben wir noch nicht. Alles klar, bitte sei silber oder grün oder... ich möchte eigentlich keinen silbernen haben. Blau werden wir jetzt auf die Schnelle nicht finden. Na, nehmen wir den grünen. Muss ich mal gucken, erhöht den Schaden. Machen wir jetzt mal nur das. War jetzt mechanischen. Sind wir unterlegen, was Feuerelementare angeht. Aber gut, so viel Schaden macht er jetzt auch nicht. So, mal gucken. Ah, das ist doch in Ordnung.
Ja, sein Wirbelwind hat natürlich den Vorteil, das trifft alle Tiere. Das ist schon nicht schlecht, diese Attacke. So, jetzt müssten wir ihn fangen. Immer noch nicht. Oh, Leute. Also manchmal verstehe ich diese Fallen nicht. Sehr gut. Suppi, wieder ein mehr, den wir noch nicht hatten. Jetzt müssen wir aber tauschen, das überlebt mir nicht mein eisernes Sternchen nicht. Ich würde gerne nächtlicher Schlag probieren, aber 50-50. Es hat leider nicht geklappt. So, einer noch. Die Katze haben wir schon. Wir können eh nur einen Haustyp pro Kampf fangen. Reicht's für ein Level-Up? Nein, leider nicht. So, Tiere heilen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Oh, einer noch. 299 haben wir. Uns fehlt noch ein Haustier. Weil es könnte durchaus sein, dass wir mit 300 irgendeinen Erfolg freischalten. Würde ja Sinn machen. Ah, warum musst du mich jetzt angreifen? Ich wollte nicht mit dir kämpfen. Gut, so. So, den Schlüssel haben wir auch nach. Es fehlt denn nur noch der. Ja, brennende Schlüssel, genau, steht ja auch da. Haha. Die Feuerelementare. So, ja. Wir hätten auch mal das da entdecken können, wenn ich schon dahin latsch. Aber gut, das machen wir beim nächsten Mal. Hier ist so ein, ja, der Bauernhof, das ist aber Horde-Quest-Gebiet. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja, dann entdecken wir das und dann gehen wir hier unten auch die Trolle umhauen. So, jetzt geben wir erstmal unseren Bericht ab. Ich weiß noch nicht, was sie entdeckt haben will, aber... Wir bekommen einen Umhang, der besser ist als unser alter Umhang. Den wir dann pflichtbewusst entzaubern. Und das ist wie immer Staub, den wir nicht gebrauchen können, weil wir brauchen die... Magieessenzen eigentlich, aber gut, das sind wir doch schon gewohnt. Grüße. Grüß dich auch, dann verkaufen wir unseren Kram, den wir nicht benötigen. Bleib sauber. Ja, also, dann geht es wie gewohnt in der nächsten Folge weiter mit den Trollen und dann mal schauen, was uns noch so erwartet. Wir haben ja noch viel vor uns hier im Radio Hochland. Und dann schon mal, ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zusehen wie immer und macht es gut, euer Ehre.